Moin zusammen, hier ist euer Henri. Ich begrüße euch ganz herzlich zurück aus Eisenau hier bei uns in der sozialistischen Inselrepublik Rügen. Und ich glaube, ich kann ein wenig Entspannung hier aus Eisenau berichten. Wir werden gleich nochmal hier auf unser Einkaufszentrum schauen, was jetzt zuletzt sehr stark im Fokus war. Vorab allerdings nochmal eine kurze Ankündigung, so ein bisschen aus Zeit- und Kapazitätsgründen. Muss ich hier die Staffeln von Workers and Resources wieder auf 4 Folgen begrenzen. Das heißt, das wird jetzt erstmal wieder die letzte Folge der Staffel sein. Weiter geht's dann am kommenden Donnerstag und dann haben wir immer Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Genau, ich schaff's einfach nicht, sonst diese Vielzahl an Videos mit aufzunehmen. Und gerade Workers and Resources auch nicht so von wegen Aufnahme starten und los geht's, sondern da muss man irgendwie immer noch viel auch überlegen und sich Gedanken machen und auch vorbereiten. Genau. Deswegen nur, damit ihr dort Bescheid wisst. So, unsere Zufriedenheit hat arg gelitten wegen, ja, wahrscheinlich der Problematik. Ihr seht auch, es ist hier immer noch nicht ganz optimal. Aber diese, ich sag mal, dass jetzt 200 Leute fehlten, das ist zum Glück nicht mehr der Fall. Was mich immer noch ein bisschen wundert, ist, dass hier die dann immer noch sagen, dass einige Sachen fehlen. Das kann aus meiner Sicht nicht stimmen. Hier ist auch genug Fleisch da. Ich meine, jetzt kommen hier gerade wieder sehr, sehr viele angelaufen. Ich glaube, die allermeisten können jetzt versorgt werden. Und das ist schon mal gut. Und wir versuchen ja hier auch noch so ein bisschen Abhilfe zu schaffen. Ich habe auch hier mal die Priorität hochgesetzt, dass wir hier unser kleinen Lebensmittelmarkt eigentlich auch Eisenow Lebensmittelmarkt heißen könnte. Genau, dass wir hier einfach dann diese Struktur noch so ein bisschen unterstützen. Ich hatte ja rumgewundert, warum nur so, ja, jetzt wird es hier gerade wieder ein bisschen haariger, warum nur so extrem wenig Leute versorgt werden können. Und ja, wir haben jetzt wieder Produktivität des Gebäudes, 100%, die war ja aufgrund der Sanierungsbedürftigkeit auf 60% und dann ist aufgrund wahrscheinlich auch wegen des Hungers die Produktivität unserer Leute hier halt im Moment nicht so hoch. Das heißt, das summiert sich dann natürlich. Das heißt, wir haben hier im Grunde, wir hatten 60% mal vielleicht, können wir das hier sehen, die Produktivität. Ja, ihr seht mal, 30%. Also wir hatten sozusagen 60% mal 30% und das ist dann schon wenig. Und damit kommt eben dann auch zustande, dass hier nur so wenig Leute versorgt werden können. Das heißt, wir müssen hier die Produktivität auch wieder deutlich erhöhen. Ihr seht, die ist im Schnitt bei 61%. Das ist schon ganz schön. Das ist schon ganz schön schlecht. Und ja, diese Produktivität erhöht sich dann hoffentlich auch wieder, indem wir hier so ein bisschen die Sättigungslage wieder besser hinkriegen. So, hier haben wir noch einen Zipfelgehweg, der fertiggestellt werden muss. Die Bushaltestellen, die machen mir weiterhin noch so ein bisschen Kopfzerbrechen, ehrlicherweise. Wir haben hier weiter immer noch viele Studenten auch stehen. Ich meine, jetzt haben wir hier einen großen Bus, das ist schon mal gut. Da werden wir gleich sehen, dass der wahrscheinlich vollständig beladen wird. Also hier kommen sie dann wirklich fast alle mit, die Passagiere. Hier sind jetzt 22. Aber was halt weiter nicht mitgenommen wird oder wer hier kaum fährt, sind eben Schüler und Touristen, Touristen, Schüler und Studenten. Und das wundert mich doch irgendwie schon arg, muss ich sagen. Ich habe nochmal die Linien überprüft hier. Es ist nicht so, dass wir das hier nicht erlauben würden. Die können da alle ein- und aussteigen. Auch an allen Stationen. Also es ist wirklich mir ein kleines Rätsel. Hier steigt jetzt wiederum keiner ein in diesen Bus. Obwohl hier so viele standen. Wollen die jetzt nur unbedingt in die andere Richtung? Ich weiß es nicht. Ich frage mich halt, ob das so effizient ist, wenn die Leute hier an der Bushaltestelle stehen und irgendwie, ich weiß ja nicht, wo sie hinwollen. So.
So, du stehst jetzt hier. Immer deine ganzen Daten. Ich meine, er steht ja jetzt gleich 16 Stunden an der Bushaltestelle und springt natürlich jetzt gleich zurück, weil seine Wartezeit hier aufgebraucht ist. Ja, und ist jetzt wieder nach Hause gebeamt worden. Und geht jetzt arbeiten im Gefängnis. Ja, die verbringen ihre Freizeit an der Bushaltestelle. Ich verstehe halt nicht, wo sie hinwollen. Ich meine, wenn sie Freizeitaktivitäten ist auch wieder nach Hause gesprungen. Also, bleibt mir weiterhin ein wenig rätselhaft, aber hier stehen ja so viele Passagiere. Also ich fange an, mir Gedanken zu machen, ob diese Also ob das hier sinnvoll ist, weil ich meine, die Leute von hier aus, ne, die können doch wirklich alles fußläufig erreichen. Ob wir diese Bushaltestelle wirklich nur zum Aussteigen machen, wäre jetzt mal so ein Gedanke, weil es ging ja so ein bisschen darum, die Leute von hier vor allem zum Einkaufszentrum, zur Universität und so weiter zu bringen. Wir sehen, von hier ist das Universitätsgebäude, das Krankenhaus und so weiter und so fort, alles erreichbar. Es ging primär um die Universität und das Einkaufsgebäude. Ja, Leute, ich glaube, ich mache das. Ich werde hier keine Passagiere mehr erlauben, sondern das wird jetzt hier eine reine Station zum Aussteigen. Weil aussteigen wiederum tut hier auch kaum jemand. Gut, die laufen hier jetzt noch alle hin, weil sie diese Info vorher hatten. Aber hier erlauben wir nur Arbeiter. Das heißt, das ist eigentlich dann auch eine reine Station zum Aussteigen, ist auch in Ordnung. Und eingestiegen wird dann eigentlich nur hier. Jetzt hier nochmal ein interessierter Blick. Da fahren jetzt halt auch drei Leute mit, ne? Hier stehen unendlich viele und es fahren drei mit. Und hier, da muss der doch voll werden. Dann wollen die doch alle in die andere Richtung. Ja, okay, der belädt sich auch voll. Das muss man schon gestehen. Jetzt verfolgen wir mal diesen Bus. Machen wir mal eine kleine Mitfahrt. Mich würde jetzt schon interessieren. Nächster Halt, ZOB, wo der jetzt hin will. Nehmen wir mal eine Person hier raus. Der konnte jetzt hier auf jeden Fall auch alle Bedürfnisse befriedigen, das ist doch auch schön. Von der Mitfahrt, und dass man nicht sieht, ist der Bus. Jetzt auch ungefähr genauso schnell ist wie die Fußgänger. Ist natürlich auch grandios. Das sind diese Linienabstände. Der nickert hier mit 20 km/h durch die Stadt. Was so sinnig ist. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie viele hier aussteigen. Hier kann ja niemand weiteres einsteigen.
Aha, hier sind jetzt zwei Leute ausgestiegen. Unsere Person ist auch immer noch da, dann bleiben wir jetzt mal dabei. Wir fahren ja jetzt dann zu der anderen Station, wo man nur noch aussteigen darf. Jetzt wird's Nacht. So, jetzt sind wir gleich da. Aha. Und er geht jetzt ins Einkaufszentrum. Offensichtlich wie die allermeisten. Okay, also die haben den Bus jetzt genutzt, warum auch immer in diese Richtung, um zum Einkaufen zu gehen. Ob das so sinnig ist, der wohnt hier. Leute, was machen? Ganz ehrlich, der wohnt hier, läuft zur Bushaltestelle, hier, fährt hier lang. Diesen ganzen Weg, um dann zum Einkaufen zu gehen? Das ist doch irgendwie Quatsch. Er hortet hier im Übrigen Nahrungsmittel, die er gar nicht braucht. Das ist doch irgendwie. Also, das verstehe ich nicht, ehrlicherweise. Also, diese Steuerung verstehe ich nicht. Also als ob die lieber zu Bushaltestellen laufen würden, anstatt direkte Fußwege zu nehmen. Kann man hier eigentlich schon was zuordnen? Hier glaube ich, wenn ich es richtig sehe, können neue Dinge. Diesem Gebäude schon gebaut werden. Also das finde ich ja irgendwie äußerst ineffizient und auch nicht so richtig nachvollziehbar, muss ich gestehen. Also der fährt mit Arbeitern. Der kommt jetzt mit niemanden. Also wie gesagt, eigentlich waren die gedacht, um die Leute hier so, hier kommen wieder ganz viele. Achso, so kann man sich die nicht anklicken, leider. Wahrscheinlich laufen auch die fast vollständig. Schauen wir mal, ob da vielleicht auch jemand zum Sport geht oder so. Ist interessant, wenn ich das richtig sehe, laufen einige schneller als andere. Ah, ich glaube, da ist gerade jemand rechts abgebogen. Ja, wie es aussieht, laufen auch die vollständig zum Einkaufen. Damit ist mir das ganze System ehrlicherweise ein bisschen ein Rätsel. Ich finde es auch nicht wirklich sinnig. Ich meine, am weitesten weg wohnen ja die hier hinten, ne? Na gut, und hier muss man sagen, die erreichen es halt nicht, ne? Die erreichen den Bahnhof, was gut ist. Was ich dann noch interessant finde, sie erreichen den Bahnhof, aber dann nicht das. Nicht mehr das Einkaufszentrum. Also für die ist es wichtig tatsächlich. Vielleicht ebenso für die. Und für die war es gedacht. Aber es war nicht gedacht für die, damit die hier hinten zur Bushaltestelle laufen, um hier ins Einkaufszentrum zu kommen. Also das, ja, das kann man halt nicht verhindern. Er hat jetzt schon 79 Passagiere, steigen die jetzt aus? Ja, die steigen auch aus. Der wohnt hier. In diesem Gebäude und ist jetzt irgendwie mit dem Bus gefahren, um ins Einkaufszentrum zu kommen. Das ist doch Quatsch. Aber das kann man nicht verhindern.
Also man kann ja Bushaltestellen für bestimmte Gruppen von Leuten verbieten, aber nicht für bestimmte Häuser. Nur Zufriedenheit, slowly but surely steigt sie zumindest wieder. Was wahrscheinlich dann primär daran liegt, dass jetzt hier die allermeisten wieder versorgt werden können. Ja, Leute, es bleibt mir ein Rätsel. Wir können es aber leider nicht ändern. Und was ich weiterhin halt schon sehr schade finde, ist, dass, ich meine, wir haben hier genug, würde ich sagen, Studenten, aber dass die das offensichtlich nicht nutzen können. Aber es ist ja auch hier für die allermeisten eben fußläufig erreichbar. Unbau ist beendet. Oh, das ist jetzt sehr interessant. Ei. Hier unsere Laderampe. Und das heißt, wir können hiermit unser neues Kieswerk in Betrieb nehmen. Das habe ich jetzt fast ein bisschen verpennt, muss ich sagen. Wir brauchen mal hier unseren. Wir werden dann nämlich einen neuen Zug kaufen. Da kümmern wir uns jetzt drum. Wir haben noch irgendwie. Ich gucke mal gerade unsere anderen beiden Bruchsteinzüge. Das machen wir jetzt mal einheitlich. Was bist du denn für ein Triebwagen? M62. M62, hier so eine. Okay. Die werden wir kaufen. Das werden wir uns hier schon mal anpinnen. Wo ist unser? Da. Fährt sie auch direkt los. Sehr schön. Und dann werden wir hier jetzt Schüttgutwagen nochmal kaufen. Und jetzt ist die Frage, wie viele? Ja, ich glaube, da brauchen wir auch nicht. Das waren jetzt fünf. Ich denke, acht Stück. Du hast keine Route mehr. Okay, dann belädst du dich bitte hier. Und dann springen wir dahin zurück. Dann fährt die los und holt die Waggons ab. Hoffentlich. Okay, sehr gut. Okay, dann können wir aber schon mal eine Route einrichten, weil wir hier dann natürlich auch Arbeitskräfte hinbringen müssen. Und da hatte ich schon mal was vorbereitet. Wir fahren mal hier zu unserem Depot. Ja, Zufriedenheit der Bürger zu niedrig. Das wird alles noch in Eisenow sein, aber Abhilfe wird geschaffen. So, und jetzt ist, denke ich, die beste Station, die wir hier anfahren können, diese. Da sind immer ziemlich zuverlässig Arbeitskräfte. Klar, jetzt werden da gerade in Größenordnung welche rausgezogen, aber ich denke, das ist okay. Also, das ist die Wasseraufbereitung, das ist keine Bushaltestelle. Hier ist noch eine. Wie viele stehen denn hier? 60. Wer fährt denn hier ran? Das sind auch gar nicht so viele Linien. Ne, dann nehmen wir die. So, hier sollst du dich beladen mit Arbeitskräften. Falls du welche mit zurückbringst, kannst du auch wieder entladen. Und dann fährst du hier hin und entlädst dich dort komplett. Dann sagen wir Start, schauen auf dich und kopieren die Route auch auf den Kameraden hier. Und sagen auch hier Start. Da können wir, glaube ich, noch mal ganz gut welche abzwacken. Sehr schön. Und das wird dann hoffentlich hier Abhilfe schaffen. Also hier kann der Zug ja auf jeden Fall gut drinstehen. Jetzt haben wir natürlich drei Züge, die hier ranfahren. Wie würde das denn aussehen? Na, das Problem wäre halt, dass der hier stehen würde, wenn das hier voll ist. Auf der anderen Seite würde relativ schnell beladen werden.
Und dann würde eben der Kohlezug im Zweifel hier mein Streckensignal, der Kohlezug würde dann hier stehen und warten. Aber nur solange hier beladen ist. Und das ist ja immer oder auch fast immer voll. Das geht relativ schnell. Ich glaube, das ist vertretbar. Ja, ich glaube, das ist vertretbar. So, mal ein ganz kurzer Kontrollblick hier. Hier ist jetzt aber auf jeden Fall genug Essen und so da. Das ist schon mal gut. Fehlt jetzt Beton. Hier fehlt Stahl und Ziegel. Hier fehlen eigentlich auch ein paar Arbeitskräfte, aber das können wir nicht weiter erhöhen. Okay, gut. Dann können wir aber auch eine andere Linie nochmal anpassen. Und zwar. Oh, hier ist die Straße fertig. Sehr schön. Hier können wir noch Zuweisungen machen. Ich glaube, das hier ist schon zugewiesen. Und können dann diese Bushaltestelle, die jetzt fertig ist, ihr seht, ich habe ja auch schon so eine kleine Einbahnstraße eingerichtet. Es gibt ja aktuell Fahrzeuge, die hierher fahren. Diese Linie werden wir jetzt bearbeiten. Die bekommen hier nach einem neuen Stopp, nämlich hier. Dort soll nichts beladen werden, aber Arbeitskräfte entladen werden. Das können wir speichern und die Verarbeitungsanlage können wir löschen. Ja, das passt. Damit fahren die jetzt zukünftig hierhin und dann haben wir das auch schon mal vorbereitet. Jetzt ist natürlich ein bisschen die Frage, wir sehen, hier sind jetzt 12 Leute da. Ob wir. Wir schnappen uns jetzt die Route nochmal, gucken uns genau an, wo die langfahren. Wo holen die sich ihre Leute her von dieser Haltestelle? Ja, die ist auch in der Regel nicht mehr so mega mit Arbeitskräften versorgt irgendwie. Ja, ich überlege, ob wir vielleicht noch eine kleine Route hier hinschicken. Ich denke, das machen wir mal. Es wird schon wieder Nacht. Wir kaufen noch mal zwei kleinere hier, die hatte ich zuletzt gekauft für die Bruchsteinversorgung, Arbeitskräfteversorgung. Okay, ist jetzt noch keine angekommen. Schauen wir mal hierher. Okay, hier ist er. Der Zug ist schon mal da. Guck mal auf der Strecke. Bringst du unsere? Nein, du bringst was anderes. Da kommt sie zurück mit 8 Waggons. Also das sind alle. Ja, sehr gut. Das schaffen wir dann auch auf jeden Fall noch. Das werden wir noch einrichten. Das ist jetzt noch das Ziel hier für diese Folge auf jeden Fall. Dann verfolgen wir jetzt mal hier unseren Zug. Können wir, glaube ich, ein bisschen schneller machen und fahren mal hier gemeinsam durch die Nacht. Sehe ich gerade, hätte man da auch ein bisschen anders bauen können. Da hätte man durchaus das ein bisschen höher anlegen können. Jetzt fahren wir hier durch den Rügener Wald, da kommt uns ein
Kleiner Zug noch entgegen. Oh, schaut mal, da ganz in der Ferne sieht man einen Fernsehturm. Man sieht Eisenow links. Neun Ehren. Kohlemine kommt schon deutlicher hier in Blick. Dann geht's hier rum. Rechts fährt ein Kohlezug, aber wir fahren gerade durch. Und fahren ein hier ins Depot. Sehr gut. Tür geht auf. Oh, der Bau von der Fleischlagerung ist beendet. Das ist auch ein wichtiges Thema. Hier fehlt noch ein bisschen Beton, aber die behalten wir uns mal eben hier. Das können wir dann auch noch machen. Haben wir das schon mal erledigt? Wo ist hier unser VB Fleisch? Das bekommt dann nämlich noch neues Zielgebäude. Und zwar dieses hier. Und das kannst du. Fleischlagerung haben wir mal zu 20%. Okay. Dann können die losfahren und dann nutzen wir das, um hier. Ach, Mist, jetzt habe ich das Falsche zugemacht. Okay, ich wollte das eigentlich nutzen, um zurückzuspringen, um etwas näher dran zu sein an unserem Zugdepot hier. So, den basteln wir uns zurecht. Und dann bekommst du auch deine Route. Und zwar sollst du dich hier bitte warten bis voll mit Bruchstein. Und dann, wo müssen wir hin? Hier. Warten bis entladen, Bruchstein. Und dann kann es losgehen. Sehr schön. Hier sind jetzt schon Arbeitskräfte da und sobald hier Bruchstein ist, kann es dann nämlich losgehen. Das fährt er hier schön raus. Das falsche Gleis. Aber hier kann er rüber. So, was willst du versorgen? Pflanzen holen. Na gut, das ist auch in Ordnung. Okay, muss natürlich jetzt erstmal tanken. Ist auch okay. Ist nicht so optimal, ist, dass hier der Popo noch ein bisschen raushängt. Aber damit können wir dann endlich uns um. Haben wir eine bessere Kiesversorgung. Und dann werden wir ja zwei Baubüros auch umwidmen, das dann aber in der nächsten Folge. Also Folge und Staffel wie angekündigt. Also bis dahin macht es gut, euer Henri.